zusammen. Ich zeige euch heute, wie man holländische Zöpfe flechtet an meinem Model Caroline. Und einen haben wir jetzt schon geflochten. Das seht ihr hier. Beim holländischen Zopf ist es ein bisschen anders als beim französischen Zopf. Ihr flechtet andersrum, das erkläre ich gleich nochmal in Ruhe. Und ihr seht, der Zopf liegt auf den übrigen Haaren auf. So. Dann legen wir mal los mit der zweiten Seite. Ihr kämmt die Haare am besten vorher einmal durch und dann teilt ihr euch hier vorne eine Strähne ab. Und wie ganz normal beim Flechten teilt ihr diese Strähne in drei kleinere Strähnen. Und beim normalen Flechten würdet ihr jetzt ja die äußere Strähne in die Mitte legen, auch beim französischen Flechten. Aber wir machen jetzt ja einen holländischen Zopf und deswegen geht alles einfach umgekehrt. Die äußere Strähne kommt in die Mitte. So, und dann legen wir los in die Mitte und dann kommen die Strähnen von der Seite dazu. Die äußere Strähne kommt in die Mitte von den beiden anderen Strähnen und ihr zieht euch von der Seite ein paar Haare dazu. So, dann wieder äußere Strähne in die Mitte. Einfach mit dem Fingernagel ein paar Haare abteilen und dazu. Besonders schön wird es, wenn ihr einfach sehr nah am Scheitel oben bleibt. Allerdings ist es sehr schwierig, wenn man das bei sich selber versucht, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Aber mit ein bisschen Übung geht es auf jeden Fall. So, je weiter ihr runterkommt, desto mehr solltet ihr darauf achten, dass ihr schön an der Kopfhaut dran bleibt. Sonst steht der Zopf später ganz unschön ab. Und immer unten auch die Haare in die Strähnen zerteilen, sonst flechtet ihr unten mit und dann gibt es ziemliches Verhuddeln. So, und jetzt sind wir gleich soweit fertig. Nehmen noch die letzten paar Strähnchen mit rein. Und dann flechten wir ganz normal, in Anführungszeichen, den Zopf nach unten. Aber die Strähnen immer hintenrum in die Mitte legen. Von der Seite in die Mitte. Am Anfang ist es sehr ungewohnt, aber wenn man sich mal dran gewöhnt hat, dann ist es genauso einfach wie normales Flechten. So, den Zopf einfach bis ganz nach unten durchflechten. So, am Schluss ein Haargummi rein. Am besten nehmt ihr natürlich eins, das der Haarfarbe so ähnlich wie möglich sieht. Nicht wie hier jetzt blond und schwarz. Dann macht ihr das einfach zu. Und dann könnt ihr dem Zopf noch ein bisschen Blumen geben, indem ihr einfach die einzelnen Schlaufen hier ein bisschen lockert. Einfach ein bisschen aufzupfen, nicht zu sehr, sonst ist das Chaos auf dem Kopf. Aber so ein kleines bisschen, dann sieht der Zopf auch schon viel voluminöser aus, auch wenn man sehr dünnes Haar hat. Und schon ist er fertig, der holländische Zopf, und mit den zwei Zöpfen seid ihr optimal für das warme Wetter gewappnet, weil der Nacken frei ist und ihr einfach ein bisschen frische Luft habt. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt das ganz einfach nachmachen. Viel Spaß dabei, bis zum nächsten Mal.